immer, wenn ich hier morgens mit dem Bus langgefahren bin, hab ich natürlich geguckt, ob schon was wieder da war. Und jetzt soll es so sein. Also lasst uns schauen. Hey, das ist ja gerade heute Nacht erst entstanden. Haben wir ja gerade erst gehört. Also das ist heute entdeckt worden. Und weil das Feld wahrscheinlich von der Straße aus einsehbar ist, haben das unter Umständen auch schon eine ganze Reihe Leute gesehen. Manchmal ist es aber auch von der Straße aus noch nicht richtig zu sehen, weil da noch irgendeine Welle ist im Gelände. In früheren Jahren bin ich sogar mit dem Zelt gekommen und habe auf dem Campingplatz vom Barge Inn gecampt, wo die Croppies, wie wir uns ja nennen, sich getroffen haben. Und da ist es. Ja, ich sehe es. Ja, da sind schon ganz viele. Okay, dann müsstest du versuchen, nochmal zu wenden. Boah, das ist ja ein Teil. Wow, oh Leute, ist das schön. Oh, das war Wahnsinn. Das ist wie eine Mauer. Guck mal, das ist ganz steif. Und immer wieder diese, so wie so ein Fluss, wie so ein Gewässer, was so rumfließt. Heute Morgen rief mich Charles aus dem Silent Circle Café an und erzählte mir davon. Ich rief dann umgehend andere Leute an und die wiederum andere und am Ende wussten wir alle davon. Ihr erster Eindruck? Sieht gut aus. Gefällt mir wirklich sehr, aber man muss es sich aus der Luft ansehen. Das hier gehört einfach zu den Dingen, die man überfliegen muss, um sie von ganz weit oben zu betrachten. Und jetzt? Besorge ich mir einen Flug. Das Spannende an den Kornkreisen war und ist für mich immer noch, dass sie in dieser Vielzahl von sogenannten Paraphänomenen eigentlich eine Sonderstellung einnehmen, weil sie sind eben keine subjektive Wahrnehmung, sie sind keine Erscheinung, die bisher oder nur von bestimmten Leuten gesehen wurde oder gesehen werden kann. Es sind keine kurzlebigen Phänomene, die davonfliegen oder sich auflösen, sondern sobald ein Kornkreis im Feld entsteht, ist er da. Niemand kann sich da vorstellen und kann sagen, ich sehe ihn nicht, er ist nicht da. Das heißt, jeder kann ihn auch be- und untersuchen. Jeder kann den Kornkreis an sich erleben. Es ist also Teil unserer Realität. Ich habe jetzt schon bestimmt 600-700 Kornkreise selbst gesehen. Es ist nicht mehr so wie beim ersten Mal, aber ich
würde das mal vergleichen mit so einer Crime Scene Investigation, also mit so einem Tatort. Da bringt es den Polizisten auch nichts, wenn da vorher noch 100 Schaulustige durchgelatscht sind und alles. Stehen ja diese aufrechten Kreise. Und hier haben wir aber ein Stück im Feld, wo kein Getreide steht. Und das Gras steht unbeeinträchtigt aufrecht. Und normalerweise würde ich sagen, wenn da jemand nachts drüber stampft, ist wohl kaum eine Unterscheidung zwischen normalem Gras und Getreide. In anderen Fällen haben wir das auch, dass wenn da fremde Pflanzen im Feld stehen, dass die nicht beeinträchtigt werden. Das zeigt also, was auch immer da auf das Getreide gewirkt hat, dass das fast angepasst ist gegen den Widerstand, den die Pflanze leistet. Was machst du dann eigentlich mit den ganzen Fotos? Die kommen ins Archiv. Und werden auch teilweise dann auch geometrisch halt ausgewertet, anhand der Luftbilder dann auch die Diagramme erstellt. Ja, werden Bücher damit gemacht oder Kalender oder. Aber das ist im Prinzip eher das Randeffekt davon. Primär geht es um die Dokumentation. Die Faszination ist ja doch sehr stark auch mit den Luftbildern verbunden. Also wenn man sich jetzt hier umschaut, man erkennt ja nicht viel. Die meisten Bilder, die ja in den Köpfen sind, sind ja Luftbilder von Kornkreisen. Also für die Kornkreisforschung überhaupt ist die wichtigste Frage ja, gibt es ein echtes, also nicht von Menschen gemachtes Phänomen? Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, es gibt eindeutig ein echtes Phänomen, das ist auch nachweisbar. Es gibt dafür eine ganze Bandbreite von Indizien und Beweisen, die selbst wissenschaftlichen Standards genügen. Wir haben weltweit Kornkreise untersucht. Mittlerweile dürften es 350 sein. Ich zähle nicht mit. Vielleicht sind es auch schon 400, die wir in über 8 verschiedenen Ländern untersucht haben. Zum Beispiel in Australien, Israel, Kanada, den USA, Deutschland und den Niederlanden. Wir können nachweisen, es gibt offenbar eine rotierende Kraft. Diese rotierende Kraft beinhaltet eine Energiekomponente, die ähnlich wirkt wie eine Mikrowelle. Denn wir können viele Veränderungen an den Pflanzen, an den Böden durch Mikrowellenstrahlung reproduzieren. Die Mikrowellen erhitzen die feuchte Luft in den Wachstumsknoten und dadurch dehnen sich diese aus. Wenn die Pflanzen noch jung und die Knoten noch biegsam sind, dehnen sie sich der Länge nach aus und so entstehen diese Dehnungswunden. Wenn die Energie aber extrem intensiv oder das Getreide schon alt und trocken ist, dehnen sich die Knoten nicht mehr aus. Die einwirkende Kraft bringt sie dann zum Platzen. Die Stärke dieser Beschädigungen an den Pflanzen, die nimmt, wenn wir jetzt von einem einfachen Kreis ausgehen, vom Zentrum hin nach außen zum Kreisrand ab.
Und das ist natürlich ganz spannend von daher, weil wir damit im Prinzip auch den Nachweis führen können, dass wir es hier mit einer elektromagnetischen Strahlung zu tun haben, das sogenannte Beer-Lambert-Prinzip, dass eben die Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung auf Materie jeglicher Art, in dem Fall halt Pflanzen, darstellt. Und da sehen wir halt hier, dass die Veränderungen an diesen Knoten im Kreiszentrum am höchsten sind und nach außen zum Kreisrand, wie wir den hier sehen, abfallen. Und das ist in jeglicher anderen wissenschaftlichen Forschung ein ganz eindeutiger Nachweis für elektromagnetische Strahlungsauswirkungen auf die Materie. Was wir in fast allen Formationen gefunden haben, sind diese kleinen runden Teilchen. Die Tatsache, dass sie kugelförmig sind, sagt uns, dass sie zuvor geschmolzen waren, denn so entstehen diese Kügelchen. Darüber hinaus ist auch interessant, wie sie verteilt sind. Manchmal finden wir sie ausschließlich an den Kornkreisrändern. Manchmal sind sie nur im Zentrum und manchmal sind sie interessanterweise linear verteilt. Also im Zentrum gibt es wenige dieser Partikel. 10 Meter entfernt sind es etwas mehr, nochmal 10 Meter weiter sind es noch mehr und die größte Menge findet sich am Rand. Alles linear von innen nach außen verteilt. In Kornkreisen finden wir auch Veränderungen an den Böden, die analysiert wurden. Und zwar finden sich im Boden eine deutlich höhere Anhäufung von magnetischem Material im Vergleich zu den Proben, die wir aus dem normalen Feld nehmen, zu den Kontrollproben. Und dieses Material kann auch nachgewiesen werden, dass das zentrifugal von innen nach außen verteilt wurde. Zudem haben wir die kristallinen Strukturen der Tonerdemineralien untersucht in verschiedenen Kornkreisen. Von denen ist bekannt, dass sie sich unter bestimmten natürlichen Umständen ausdehnen. Und wir haben selbst in den Oberflächenböden auf die Kornkreisfläche begrenzt diese kristallinen Strukturen derart verändert vorgefunden, wie wir sie normalerweise nur durch extrem hohen geologischen Druck erklären konnten, was man ausschließen kann, denn dieser Druck konnte an den Pflanzen nicht nachgewiesen werden, die waren also nicht beschädigt. Und die Temperaturen, die auf diese Pflanzen hätten wirken müssen, lagen so hoch, dass sie, wenn sie über eine längere Zeit gewirkt hätten, das Feld entzündet hätten. Das ist ein erstaunlicher Fakt. Diese Art von Veränderungen finden wir normalerweise nur in Sedimentgestein. Wenn die Tonerdemineralien unter Tonnen von Berggestein über hunderte von Jahren zusammengepresst werden. Hier aber sind sie im Oberflächenboden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat man noch nie in Oberflächenböden gefunden. Es besteht aber eine 95-prozentige Übereinstimmung in der Struktur. Ich konnte das erst nicht glauben und dachte, oh mein Gott, ich muss das überprüfen. Also ließ ich eine unabhängige Zweituntersuchung machen. Die Ergebnisse waren die gleichen und ich wollte es immer noch nicht glauben. Aber die Fakten sehen nun mal so aus. Alles, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Mikrowellen beteiligt sind oder etwas, das so ähnlich wirkt. Es findet eine energetische Entladung statt und wir haben es mit starkem Magnetismus zu tun. Zumindest das kann man über die Entstehung der Kornkreise sagen. Das heißt, wir können Teile sozusagen des Pinsels oder des Stiftes beschreiben, wissen aber noch nicht, wer den Pinsel oder was den Pinsel in die Formen führt. Angesichts des modernen Phänomens haben wir ganz klar eine geometrische Evolution von einfachen Einzelkreisen über Anordnung, Gruppierungen von mehreren Kreisen zueinander, Ringsysteme hin zu piktogrammartigen Mustern, die dann immer größer und komplexer werden. Wir können die gleiche Geometrie erzeugen, wenn wir mit Tönen stehende Wellen auf Wasseroberflächen projizieren, wie es der Alexander Lauterwasser anhand seiner Wasserklangbilder macht. Und da entstehen perfekte, nahezu wie mit dem Zirkel gezogene Muster, die wir sowohl anhand von ganz komplexen Kornkreisen vorfinden können, aber auch in der Formenvielfalt der Natur.
ganz klar strukturierte Geometrie auf. Interessanterweise taucht die sogar dann auf, wenn der Pfau sein Rad schlägt und man verbindet die einzelnen Augen miteinander, haben wir die gleiche Geometrie. Deswegen stellt sich für mich die Frage, wäre es denn nicht möglich, dass die gleichen Formenphänomene, diese gleichen Auslöser, die Blüte in Form bringt, die dafür sorgt, dass das Rad des Pfaus nachher diesem proportionalen und ästhetischen Bild entspricht und sich nicht auch mit dem interagieren kann, was nachher die Kornkreise formt. Zum Beispiel die Form von Muscheln oder Schneekristallen. Es gibt in der Natur Millionen unglaublicher Designs. Die Natur schafft immer und überall Formen. Da gibt es teilweise selbst ganz komplexe Kornkreise, die aber dennoch die Formensprache der Natur aufgreifen. Deswegen könnte man hier auch argumentieren, es könnte sich vielleicht auch um ein noch bisher unbekanntes Naturphänomen handeln, das durchaus aber noch Komponenten beinhaltet, die wir nicht verstehen. Wie kommt es zu dem geometrischen Übertrag ins Feld, als Kornkreis von Dingen, die ihre geometrische Entsprechung in der Formenvielfalt der Natur finden? Also zum Beispiel in kristallinen Strukturen, in Blütenaufbau, in Bienenwaben zum Beispiel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir unterschiedliche Quellen dessen haben, was wir im großen Gesamtpaket als Kornkreisphänomen bezeichnen. Irgendwie dringen diese Muster in unser Bewusstsein. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, das ist das und das bedeutet das. Nein, es tritt in unser Unterbewusstsein. Die Frage ist, was es dort macht und warum es das macht. Carl Gustav Jung, der Psychiater und Psychotherapeut, hat viele Untersuchungen darüber angestellt, wie solche Muster auf das menschliche Bewusstsein wirken und vor allem auf das Unterbewusstsein. Und ich sehe da eine Verbindung zwischen seiner Arbeit und den Kornkreisen. Ich denke, die Kornkreise enthalten versteckte Botschaften. Solche, die in der Werbung benutzt werden, damit die Leute etwas kaufen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Die Kornkreise bewirken aber etwas Positives bei uns. Sie geben Hinweise und helfen uns dabei, den nächsten Schritt in der Evolution zu gehen. Den nächsten notwendigen Schritt. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass das, woran Leute denken, als Muster im Feld erscheint. Einmal haben wir zum Beispiel über die Form des Malteser Kreuzes geredet und am nächsten Tag ist es in einem Feld aufgetaucht. Dann haben wir darüber geredet, ob das vielleicht was mit dem Erdmagnetfeld zu tun haben könnte. Und in dieser Nacht erschien es direkt hinter unserem Bed and Breakfast, eine Formation, die ein Magnetfeld zeigte, mit einem Nord- und einem Südpol. Was wollen die Kornkreise uns sagen? Das kommt der Frage nach dem Sinn des Lebens gleich. Schwierig zu beantworten. Viele Menschen wollen wissen, warum sind wir hier und was machen wir hier? Was ist der Sinn? Wir werden die Antwort finden, aber wir brauchen Hilfe dabei. Wir alle sind auf der Suche und wir alle wollen endlich wissen, wohin wir gehen und welchen Weg wir beschreiten. Ich glaube, die Kornkreise helfen uns dabei, unsere Bestimmung zu erkennen und sie zeigen uns den richtigen Weg. Ich kam nach Wiltshire und das war der erste Kornkreis, den ich sah. Der erste, durch den ich durchgegangen bin. Naja, ich bin Mathematiker und als ich das sah, dachte ich, wow, das kenne ich doch. Denn das ist Pythagoras.
Die Geometrie hinter den Kornkreisen ist die gleiche, die wir verwenden würden, um die Kornkreise zu rekonstruieren. Also wenn man einen Zirkel und ein Lineal nimmt. Man misst nichts aus, sondern konstruiert einfach nur. Und so lassen sich die Muster auch herstellen. Das Interessante dabei ist, wenn man das tut, dann sieht man, dass in den Kornkreisen einige Zwischenschritte ausgelassen wurden. In gewisser Weise sind sie genauso konstruiert, wie wir das machen würden. Aber es fehlen einige Konstruktionsschritte in den Kornkreisen. Das zeigt, dass sie diese Hilfsschritte zwar nicht brauchen, aber sie eine Verbindung darstellen wollen zwischen ihrer Intelligenz und der menschlichen Denk- und Arbeitsweise. Das finde ich äußerst faszinierend. Das hier zeigt in eine Richtung. Niemand kann behaupten, dass das kein Pfeil ist. Das interessierte mich. Wo zeigt der Pfeil hin? Ich will euch zeigen, wohin. Auf genau diesen Punkt hier, wo dann das hier auftauchte. Diese Illustration findet sich auch bei Alice im Wunderland. Und dieser Gang beschreibt den Übergang zwischen den Welten und die Reise durch die Dimensionen. Aber das Wesentliche ist, dass dieser Gang wieder in eine Richtung deutet. Und zwar auf Sugar Hill. Und was haben wir an diesem Punkt? Gar nichts. Bis dann irgendwann das hier auftauchte. Ich habe die Anordnung lange studiert, bis ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass die Kornkreise keine einzelnen Phänomene sind. Hier ist ein Kornkreis, da ist ein anderer Kornkreis oder ist noch einer. Wenn man von weiter oben drauf blickt, sieht man aber, dass die Kornkreise miteinander verbunden sind. Ein Hinweis darauf, dass wir ein größeres Gesamtbild betrachten sollten. Nicht nur die kleinen Details. Wir müssen unsere Flügel ausbreiten und das Gesamtbild von oben erkennen. Was uns dabei klar vor Augen geführt wird, ist, dass Kornkreise mit der Geometrie in der Landschaft verbunden sind. Nicht die Details, sondern das Gesamtbild ist wichtig. Dieses Beispiel zeigt, wir müssen die Dinge von oben betrachten. Dann sehen wir, dass es sich um eine einzige große Botschaft handelt. Also das hier war ein Kornkreis, der bei Barbary Castle in England am 1. Juni 2008 entstanden ist und hat zum einen aufgrund dieser stufenartigen Spirale einen ganz klaren Bezug zu einem Kornkreis aus dem Jahr 1990 bei Barbary Castle gezogen und zum anderen fiel eben auf, dass sich dieses Muster ganz eindeutig in 10 gleiche Teile teilen lässt. Und dann haben wir bei dem ersten Bogen haben wir 3 Segmente, die überspannt werden. Als nächstes wird nur eines überspannt. Dann haben wir 4, 1, 5, 9 Segmente, 2, 6 Segmente, 5 und 4. Und das ist eine Zahl, die man dann ablesen kann. Und das ist dann 3,14159265 4. Sogar zusammen mit der Kommastelle und, wenn man das so lesen möchte, den 3 Kreisen am Ende, die unendliche Natur dieser Zahl nochmal verdeutlicht. Im Prinzip, wenn man sich das anschaut, ist das genau das eigentlich, wie man sich vorstellen könnte, dass man versucht, intelligente Botschaften in Form von Geometrien zu übermitteln. Very many of the crop circles go through this exercise of relating. Sehr viele Kornkreise stellen dar, wie sich die Länge eines Quadrates zum Kreisumfang verhält. Das ist die Quadratur des Kreises. Circumference measurement of a circle. This is squaring the circle. The interpretation of pi is. Die Interpretation von Pi ist eine andere Frage. Aber zunächst muss man doch feststellen, dass es sich um Pi handelt. Das ist ganz klar die Aussage. Meine eigene Interpretation ist, dass Pi der Schlüssel zu einer Vereinigung ist zwischen der quadratischen, materiellen Welt und der kreisrunden Welt des Geistes. Das
Das Quadrat steht in vielen Kulturen traditionell für die Erde, für feste Sachen. Solid stuff. And der Kreis steht für den Himmel und das Göttliche. Heaven, God. Die Frage war schon immer, wie man die Erde dem Himmel ein Stück näher bringen könnte. Oder wie man aus einem Quadrat einen Kreis macht. Nichts einfacher als das. Ich denke, ich kann abschließend sagen, dass dies nicht das Werk von Menschen sein kann. Menschen, die nicht müde werden, Jahr für Jahr völlig neue Designs zu entwerfen. Designs, die einem einfach den Atem rauben. Die Nacht, in der diese Formation entstand, war sehr stürmisch. Dies ist ein hochgelegener Ort, der vom Wetter nicht geschont wird. Mit zwei anderen Forschern waren wir die Ersten, die diese Formation betraten. Es gab keine Fußspuren, keinen Dreck. Die Pflanzen waren alle unbeschädigt. Die Kreiszentren waren alle perfekt. Es gab keine Anzeichen von menschlichen Spuren in diesem Feld. Ich halte es für unmöglich, dass dies das Werk von Menschen ist, die mit Brettern die Pflanzen umtreten. Dafür ist es zu anspruchsvoll, viel zu perfekt. Manche dieser Formen könnte man nicht einmal mit freier Hand auf einem Blatt Papier zeichnen, wie also in einem hunderte Meter großen Getreidefeld. Und das noch im Dunkeln, manchmal auch noch im Regen. Das scheint mir unmöglich. Wenn im April die ersten Kornkreise auftauchen, stecken wir an dem genauen Fundort eine Nadel in die Karte und versehen sie mit einer Nummer. So sehen unsere Besucher, welcher Kornkreis auf den Fotos wo zu finden ist. Dann können sie sich selbst ein Bild davon machen. Wir kommen schon seit 10 Jahren hierher und haben seitdem sehr viele Dinge beobachtet, die man nicht mit natürlichen Erscheinungen erklären kann. Zum Beispiel fliegende Lichtbälle über den Feldern oder Lichter, die aus dem Himmel kommen. Letztes Jahr haben wir eine ganze Flotte von 5 Lichtkugeln gesehen, die über das Getreide geflogen kamen und dann im Boden verschwanden. Dann tauchten sie wieder auf und verschwanden zwischen den Bäumen. Wir haben sogar Fotos davon. Wir denken, dass ein Großteil der Kornkreise sicher von Menschen gemacht ist, aber ein gewisser Teil ist es unseres Erachtens nicht. Einmal war ich campen, nicht weit von hier entfernt. Es war eine schrecklich kalte und stürmische Nacht. Außerdem regnete es. Ich bekam plötzlich den Drang, mich umzusehen. Und als ich aus dem Zelt blickte, schwebte eine orangefarbene Lichtkugel einige Meter über mir. Was zum Teufel war das? Ein großer orange-goldener Lichtball, der im Himmel hing. Und dann verschwand er einfach. Fast so, als ob er gesehen werden wollte. Als kleiner Beweis für mich, dass hier etwas Merkwürdiges stattfindet. Es reicht nicht aus, um die ganze Menschheit zu überzeugen, aber sie schaffen es, dass einige aufmerksam an der Sache dranbleiben. Es war der 26. Juli 1990 gegen 4 Uhr nachmittags. Ich ging auf einen Hügel, um mir einen Kornkreis anzusehen. Plötzlich sah ich im Augenwinkel ein Blinken. Ich dachte mir, was war das? Ich hielt sofort die Kamera darauf. Und da war dieses helle Objekt, das glitzerte und irgendwie umherschwebte. Dann verschwand es plötzlich. Ich habe das alles auf Band. Und das war alles auf Film.
Können Menschen wirklich all diese Formationen gemacht haben zwischen Mitternacht und dem Morgengrauen, ohne gesehen zu werden? Wenn das wirklich alles Menschen gemacht haben, dann muss man dennoch die fliegenden Lichtbälle erklären und warum Menschen diese außergewöhnlichen Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, es steht jedem frei zu glauben, dass sie alle Menschen gemacht sind. Schwieriger wäre es, eine andere Erklärung zu finden, eine, die wir bis jetzt noch nicht verstehen. Ich denke, die meisten dieser Formationen sind echt. Wenn ich sie ansehe, bin ich absolut beeindruckt davon. Was denken Sie? Also, ich sehe es nicht ganz so, denn dieses Jahr hatten wir auch sehr viele menschengemachte Kornkreise. Aber für mich ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass dennoch einige Kornkreise echt sind, denn sie sind einfach so perfekt und so schön. Ich beschäftige mich also gar nicht so sehr mit denen, die von Menschen gemacht sind. Die Grundlagen sind gelegt dafür, dass anerkannt werden kann, es gibt ein echtes Kornkreisphänomen. Zweifelsohne neben dem, dass Menschen Kornkreise machen und teilweise auch ganz gute Kornkreise machen können. Aber das spielt für uns, für die Kornkreisforschung keine Rolle. Und nicht nur, weil sie so unsauber aussehen, sondern weil sie eben einfach nicht das gewisse Etwas haben. Ich untersuche das Kornkreisphänomen, weil ich glaube, dass es eine Verbindung zwischen den Kornkreisen und dem UFO-Phänomen gibt. Ich halte sie für Botschaften von einer außerirdischen Intelligenz. Es gibt natürlich immer wieder Kornkreise, die ganz klare Botschaften beinhalten, wie zum Beispiel die Kornkreise von Jill Bolton, die eine eindeutige Antwort auf die Botschaft war, die wir 1974 mittels des Radioteleskops in Arecibo ins All geschickt haben, sozusagen eine Grußkarte von der Erde, auf der verschiedene Angaben zu uns Absendern abzulesen waren, das dezimale Zahlensystem, unser Sonnensystem, wo die Botschaft herkommt, wie wir aussehen, unsere Population, Angaben über unsere, die Zusammensetzung unserer DNA. Und da kam im Jahr 2001, gab es einen Kongress, der genau dieses Muster aufgreift, umsetzt aber und übersetzt in eine Antwort. Wir haben da das gleiche dezimale Zahlensystem, wir haben aber andere Zusammensetzung der DNA, die ist dort als Triple-Helix aufgebaut, während es bei uns eine Doppelhelix ist. Wir haben eine Darstellung von einem Körperbau der Antwortgebenden, die sehr stark den kleinen Grauen entspricht. Wir haben eine andere Population, wir haben ein anderes dargestelltes Sonnensystem und wir haben auch eine andere Art und Weise der Kommunikationseinheit, die wir als Arecibo-Sendeanlage dargestellt haben. Dort wurde es als Kornkreis dargestellt, der im Jahr vorher im gleichen Feld entdeckt wurde. Das ist eine klare und direkte Botschaft, keine Frage der Interpretation, sondern der Übersetzung. Ich bin selbst davon sehr fasziniert. Und ein Jahr später, 2002, erschien dann diese Gestalt mit einer Scheibe, auf der ebenfalls ein Binärcode stand. Diese beiden Figuren machen auf mich den Eindruck, als würde da jemand mit uns kommunizieren wollen. Okay. Well, maybe he's a nutter. He looks pretty weird. But anyway. Können wir Sie mal was fragen? Natürlich, aber nicht in Dienstkleidung. Also, ich verstecke mal mein Mikrofon. Also, was werden Sie heute Nachmittag berichten? Ich werde das berichten, was die Leute mir erzählen. Ich habe da keine Meinung. Ich kann sagen, ich war in dem Kornkreis und dann kann ich die Leute sprechen lassen, die ich hier interviewt habe. Dann können wir noch die Fotos zeigen, die wir gemacht haben und die Leute können sich ihre eigene Meinung bilden. Und werden Sie auch Alien-Musik im Hintergrund einspielen? Das habe ich nicht zu entscheiden. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das Thema von Akte X oder so etwas vorkommt. Aber mal ehrlich, in den Nachrichten geht es um seriösere Dinge in unserem Land und in der ganzen Welt. Das hier ist ja eher eine leichte Story am Rande. Aber was, wenn das eben keine leichte Story am Rande ist, sondern eine ganz bedeutsame Story für die Menschheit? Also wenn das der Fall ist, bin ich stolz darauf, hier gewesen zu sein. Und ja, ich bin durchaus offen dafür. Wenn mein Boss mir sagt, ich soll wieder in die Kornkreise, werde ich das gerne tun. Ich liebe sie. Ich
finde sie faszinierend. Ich mag auch, dass die Menschen sich hier treffen, wie du und ich. Ich finde es cool. Ich denke, jeder würde das hier cool finden. Was könnte ein Journalist wie Sie tun, um objektiver und seriöser darüber zu berichten? Das ist eine knifflige Frage. Keine Ahnung. Ich denke, das ist schwer, weil die Menschen mit ihrem eigenen Alltag beschäftigt sind und unangenehme Dinge passieren, wie die Finanzkrise und die steigenden Lebenskosten. Es gibt einfach Wichtigeres und deswegen fällt es den Menschen schwer, sich über solche Phänomene Gedanken zu machen. Es passiert einfach viel zu viel um sie herum. Was wollen die Menschen denn? Zuallererst einmal wollen sie überleben. Und das bedeutet, sie haben den Wunsch, bitte mache das morgen so wie das heute. Die Reaktion ist nun, dass man das Phänomen lächerlich macht, damit wir es nicht wahrnehmen müssen. Die Menschen sind sehr gut darin, Dinge bewusst auszublenden, wie Babys. Zu allen Zeiten waren die Menschen gerade in der ländlichen Gegend mit Feldern vertraut und wussten, wie das aussah, wenn der Hirsch durchrennt, wenn der Wind ins Feld einschlägt oder der Regen Flächen niederdrückt. Und dann gab es immer wieder offensichtlich Muster, die diesen Merkmalen nicht entsprochen haben und die dann natürlich, um sie zu verstehen, um sie zu beschreiben, überhaupt erstmal mystifiziert wurden. Das öffentliche Interesse ist zwar erst in den letzten 30 Jahren erwacht, aber wir können das Phänomen schon sehr viel weiter zurückverfolgen. Erste Dokumente stammen aus dem Jahr 1590, beschreiben Kornkreise im Rahmen von Hexenprozessen aus Lothringen. Und darüber hinaus finden wir Beschreibungen von dem, was wir heute Kornkreise nennen, auch in Märchen und Legenden rund um den Globus. Man sieht das ganz schön am Beispiel von dem Fall des mähenden Teufels. Das ist eine Flugschrift aus dem Jahr 1678. Da wird die Geschichte eines armen Landarbeiters erzählt, der einen höheren Lohn für das Ernten eines Feldes fordert vom reichen Bauern. Daraufhin sagt der Bauer, dann soll es doch lieber der Teufel mähen. Und in der Nacht, nachdem er das gesagt hat, wurde das Feld dann beobachtet, als stünde es in Flammen, es leuchtete also. Und am nächsten Morgen fand der Bauer sein Feld in der üblichen Art und Weise vor, wie es eben der Teufel mäht, in Kreisen niedergelegt. Das heißt dann auch in dem Bericht, dass jeder einzelne Halm so exakt neben dem anderen lag, wofür ein Mensch ein ganzes Leben gebraucht hätte, der Teufel aber nur eine einzige Nacht. Und das ist ja nichts anderes, was wir heute auch machen, indem wir einfach unsere entferntesten Vorstellungen von dem, was für die Kreise verantwortlich sein könnte, in die Kreise rein projizieren. Und die Teufel von damals sind natürlich, wenn man das so will, die Aliens von heute. Auch die Gebrüder Grimm haben schon Kornkreisphänomene beschrieben. Das wird dort als Feenkreise, als Fairy Rings bezeichnet. Und viele setzen sich dann ans Feld, wachen dann nachts und hoffen, dass da was passiert und werden dann aber von einem starken Gewitter und von Donner und Lichterscheinungen vertrieben. Und dann kommen die Schwäne herangeflogen, die legen ihre Schwanenfedern ab. Das heißt, das Bild, das benutzt wurde, mag möglicherweise mit den Lichtphänomenen korrespondieren, die wir heute beobachten. Von hier aus kann man in fast alle Richtungen sehen. Es gibt dort ein kleines Wäldchen im Süden. Hinter uns stehen also ein paar Bäume. Ansonsten können wir auf dem Hügel umherlaufen und von dort in den Osten, Norden und Westen blicken. Eure Augen werden genug Umgebungslicht haben, um scharf zu sehen. Aber dort ist weit und breit kein Licht, außer von einer einzigen Farm. Es wird also sehr dunkel sein. Wir
Wie oft wird hier was gesehen pro Nacht so, oder überhaupt pro Saison? Ach, immer sehr viel. Also die Leute, die sowas, die die Nacht machen, dann machen, die sehen sehr viel. Es ist natürlich immer die Frage, was sehen die? Also es gibt natürlich Leute, die erzählen dir ständig irgendwas, gucken dann genau auf die Truppenübungsgelände und erzählen dir dann halt jeden Abend, dass sie da fliegende Lichter gesehen haben. Das muss man natürlich dann sehr vorsichtig zumindest mal betrachten. Und hast du bei so einer Nachtwache auch schon mal was Interessantes gesehen? Bei einer Nachtwache auf 94 habe ich was gesehen. Und dann war das so, dass es plötzlich im Kornkreis fing an zu blinken. Und alle haben dann, oder zumindest mal ich, wahrscheinlich andere auch, haben dann mit dem Fernglas dieses Licht angepeilt, das im Kornkreis geblinkt hat. Und dann zog halt langsam dieser Lichtfinger da übers Feld. Und in dem Moment, wo der Lichtfinger dieses Licht gezeigt hätte, was da wäre, schoss das in der, wirklich in so ein übers ganze Feld weg, an den Feldrand, dann noch zwei, dreimal aufgeblitzt und war dann weg. Ein Kornkreis, der mich besonders beeindruckt hat, zeigte ein Symbol, das in Mexiko jeder kennt. Diese Formation entstand am 9. August 2005 und stellt den Maya-Kalender dar. Man nennt ihn auch den Zolkin. Al calendario sagrado de los mayas, el calendario Zolkin, que es de 13 meses de 20. Er hat unter anderem einen 20-Tage-Zyklus, der außen in dieser Figur angeordnet ist. Innerhalb des Kreises befinden sich die vier Jahreszeiten mit den jeweils 13 Wochen. 20 mal 13 sind 260 Tage. So lange dauert die menschliche Schwangerschaft. Die Maya dachten sich nämlich, sie richten sich nicht nach dem 365-Tage-Zyklus, was der Zyklus der Erde ist, sondern nach einem eigenen Zyklus, den 260 Tagen der Menschwerdung. Die Besonderheit der Kalendersysteme der Mayas sind insbesondere dadurch interessant, dass sie kein offenes Zählsystem haben, sondern immer ein geschlossenes Zählsystem haben. 20 ist der Code für individuelles Leben und die 13 ist der kosmische Bewegungsfaktor. Das heißt, sie definieren ihre kalendarischen Maßsysteme in zwei Positionen. Sie haben immer einen Justierungspunkt des Beginns und damit natürlich auch einen Justierungspunkt des bezogenen Endes. Also 2012 ist ja ein großes Thema. Kurz gesagt, da endet der Maya-Kalender. Auch die Kornkreise haben offensichtlich das Thema aufgegriffen und zeigen hier ein Beispiel von einem Kornkreis bei Avebury Manor Mitte Juli 2008. Die Planetenkonstellation unseres Sonnensystems wahrscheinlich um den 21. Dezember 2012. Es endet hier ein beachtlicher Rasterpunkt, auf dem wir zulaufen, durch den wir hindurchlaufen. Und der zweite Schritt ist eigentlich das, was wir bisher überhaupt nicht beachtet haben, dass Zeit auch der Informationsträger für die Evolution ist. In einem bestimmten Großstrukturellen könnten wir sagen, wir durchlaufen einen vierten Hauptschritt evolutiver Entwicklung. So wie jedes menschliche Wesen die ganzen Kindheits- und Jugendphasen durchläuft, können wir hier auch verstehen, warum gerade in diesem Großzyklus, in dem wir jetzt Zieleinlauf haben, die mentale Entwicklung im evolutiven Prozess diese Qualität und diesen Standard erreicht hat. Das heißt, Menschen, die in einem Verständnis angekommen sind, die Wirklichkeit sowieso multidimensional verstehen, ist es also etwas Faszinierendes, aber nichts Außerordentliches, wenn sich aus einer anderen Ebene Informationen beginnen, auf unserer Bühne abzulichten.
Ich habe festgestellt, dass die sogenannten unglaublichen Zufälle, die mir in den letzten 15 Jahren widerfahren sind, immer mehr zugenommen haben. Man trifft auf die richtigen Leute, genau zur richtigen Zeit. All diese Dinge passieren und irgendwann stellt man fest, dass das gar keine Zufälle sind, sondern dass ein großer Plan hinter all dem steckt. Wir müssen nur in die richtige Richtung bewegt werden. Und diese Muster unterstützen uns dabei. Mit Hilfe der Wahrnehmungsmöglichkeiten unseres Unterbewusstseins führen sie uns durch diese verrückte Welt. Ich verspreche jedem, der hierher kommt und sich ein paar dieser Kornkreise anschaut, die Zweifel werden verschwinden. Die Fakten, die diese Phänomene betreffen, sind Tatsachen, keine Hirngespinste oder Wunschdenken. Es gibt einfach einige Fakten, die die Leute erfahren sollten. There are certain facts which people do need to know. Dieser Kornkreis ist hier nicht weit weg von dem weißen Pferd. Aber stell dir vor, du würdest das hier machen. Du würdest es doch näher an dem Pferd machen, oder? Es ist immer noch ein wunderschöner Platz, aber dennoch ein Stück von dem Pferd entfernt. Fast, als würde es Respekt zeigen wollen. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich es noch viel näher an das Pferd gemacht, sozusagen als Unterschrift. Vor weniger als 24 Stunden war ich auf dieser Straße unterwegs und dachte an dieses wunderschöne Feld, dass es doch toll wäre, hier einen Kornkreis zu haben. Er war also gestern noch nicht hier. Es passierte über Nacht. Die Frau, die dort in dem Bed and Breakfast wohnt, ging hier um 5:30 Uhr morgens die Straße entlang. Da war es noch nicht da. Also es muss irgendwann nach 5:30 entstanden sein. Ich stehe zum ersten Mal in so einem Kornkreis und ich bin sehr skeptisch. Aber wenn ich mir das hier so ansehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Menschen gemacht haben. Der Effekt wäre erreicht durch die Kornkreise, dass die Menschen ihre Denkweise ändern, sich für Unbekanntes und Ungewöhnliches öffnen. Die meisten Leute erfreuen sich an dem Phänomen. Es ist ja auch kein gefährliches Phänomen. Es strahlt ja keinerlei Bedrohung aus, keinerlei Gewalt. Im Gegenteil, es ist was Wunderschönes, man ist draußen an der Natur. Egal, was wir damit jetzt anfangen, ob wir da jetzt Aliens drin sehen oder Botschaften der Natur, darum geht es primär gar nicht, sondern einfach nur eine Einladung an das andere Denken.